Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time. Heute wieder in der Werkstatt. Wir widmen uns endlich diesen riesen Schminkspiegeln hier an der Kymco. Die werden wir heute mal austauschen gegen andere Spiegel. Gleich geht's los nach dem Intro. So, ich hatte ja beim letzten Vlog mit der kleinen Kymco hier schon erzählt gehabt, dass was hier so am meisten stört an dieser Maschine, sind halt wirklich diese riesen Schminkspiegel, die so unwahrscheinlich viel Sichtfeld einnehmen und die ich erstens von der Position und von der Größe halt nicht ganz so toll finde. Und die werden wir heute jetzt erstmal entfernen. Also wir drehen die hier jetzt erstmal ab. So, und hier haben wir jetzt auch schon die Übeltäter. Und zwar sind das die sind so groß wie mein Kopf, diese Teile. Die werden wir heute austauschen. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, dass wir bei der Kymco auch Lenkerendenspiegel verbauen. Weil die einfach, finde ich, von der Sichtposition her, also da unten am Lenker, finde ich am angenehmsten zu fahren. Liegt vielleicht auch daran, dass ich alle anderen Quads auch immer mit Lenkerendenspiegel fahre und das quasi im Kopf irgendwie so drin ist, dass man immer unten in die Ecken guckt, statt irgendwie da oben in die Ecken. Das ist wahrscheinlich nur Gewöhnungssache. Aber wie gesagt, hier werden es auf jeden Fall auch Lenkerspiegel werden, allerdings ganz andere wie bei den anderen Fahrzeugen. Vorher schrauben wir jetzt noch einmal den zweiten ab. Jetzt sieht die Kleine schon viel cleaner aus und macht einen viel sportlicheren Eindruck. Quads sehen ohne Spiegel einfach 100 Mal besser aus wie mit, aber naja gut, das ist nun mal halt Pflicht. Wir Minigern müssen dran, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt. Darum müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, dass wir halt wieder die Sicht nach hinten haben. Wie ich gerade schon erzählt habe, es werden Lenkerendenspiegel und welche genau, das zeige ich euch jetzt mal. Wir haben die ganze Zeit lange hin und her überlegt, welche sollen es jetzt werden. Ich habe ja diese leicht ovalen an meiner gelben Maschine dran und diese fast dreieckigen, ganz spitz zulaufenden an meiner Raptor dran. Und wir haben gesagt, na gut, bei der hier vielleicht mal einen ganz anderen Weg gehen und haben hier gesagt, wir nehmen einfach mal Runde. Also hier haben wir diesmal kleine runde Lenkerendenspiegel. Die werde ich mal ausprobieren. Das sind diesmal eine ganze Ecke günstigere. Die Spiegel haben auch ein E-Zeichen. Ich habe es gerade schon versucht in die Kamera zu halten. Es ist irgendwie kaum sichtbar. Es ist hier oben auf jeden Fall eingelasert, gestanzt, bedruckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die E-Nummer hier auf dem Spiegel drauf, also sind auch legal zu fahren. Ich habe die diesmal bei Amazon bestellt. Kostenfaktor, die kosten nicht mal die Hälfte wie die anderen Spiegel, die ich verbaut habe. Deswegen bin ich gespannt, wie die Qualität von den Dingern ist und ob die auch fest genug sind, nicht verwackeln und so weiter. Jetzt müssen wir aber bei der Maschine erstmal vorher ein bisschen was demontieren, weil wir haben hier Ausgleichsgewichte an den Lenker dran. Hier hinten diese kleinen Chromteile, seht ihr die? Ich halte meine Hand davor. Ich hole die Kamera gleich mal näher ran. Die müssen wir auf jeden Fall erstmal rausnehmen, weil die gehen quasi in den Lenker rein, sind da befestigt und das ist ja genau die Position, die wir hier brauchen. Meine Hoffnung ist, dass es vielleicht sogar noch ein Tucken schneller geht, weil normalerweise nehmen wir ja die Gewichte quasi raus. Also wir haben das offene Lenkerrohr und schieben dort ja einfach diesen Bolzen rein. So, ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt mal alles scharf genug hier. Das kann ich hier auf diesem kleinen Display gerade gar nicht erkennen. Ich baue diesen Bolzen mal kurz auseinander. Wir haben hier oben, wie ihr seht, hier diesen kleinen, diesen Konus, der hier quasi drauf ist. Der drückt quasi diese kleinen Hülsen, die so eingeritzt sind, die sind da drauf. Die werden dann quasi auseinandergebogen und dadurch verklemmt sich das quasi in dem Lenker. Das gleiche System ist jetzt bei diesen Lenkergewichten auch drin, ne? Deswegen brauchen wir das andere vielleicht gar nicht rausfummeln, sondern können vielleicht einfach den Spiegel an diesen vorhandenen Klemmbolzen, der da jetzt schon drin ist, einfach benutzen. Und mal gucken, ob wir das einfach so austauschen können. So, hier könnt ihr jetzt schon sehen, diese Lenkerausgleichsgewichte, die halt dafür da sind, dass dann halt weniger Vibrationen an dem Lenker übertragen werden, weil es ja quasi ein hohles Rohr ist, was am Ende der Bahnstange ist und dadurch die Vibration halt eine ganze Ecke höher ist. Das kriegt man ein bisschen beruhigter, wenn man halt Lenkergewichte ranmacht. Aber wir haben ja hier gleich quasi ein anderes Lenkergewicht dran, indem wir hier quasi unseren Spiegel dranhängen. Jetzt werden wir erstmal das Gerät hier entfernen. Ich dachte, da wäre noch ein Gewinde mehr. Gut, wir haben jetzt hier die Schraube, wir haben jetzt hier das kleine Lenkergewicht und innen drinnen, wir müssen die Kamera jetzt mal gleich mal umdrehen. So, hier drinnen könnt ihr jetzt genau sehen, der Bolzen, der ist jetzt noch drinnen, sitzt auch relativ fest. Und ich habe jetzt quasi hier diese andere Bolzengeschichte, die ich jetzt hier quasi abgemacht habe von dem Spiegel. Als erstes teste ich jetzt erstmal, das ist die Schraube von dem Spiegel, ob die quasi identisch ist hiermit. Aber das sieht gut aus, das passt. Also werden wir jetzt mal probieren, den Spiegel direkt hier ranzusetzen und mit der vorhandenen Verschraubung einfach festzumachen. So, ich habe jetzt im Endeffekt ja nur die Schraube rausgedreht und den Bolzen weggenommen und drehen die hier jetzt wieder rein. Ich hoffe, die komplette Länge stößt auch hinten nirgends an.
So, die Schraube ist jetzt hier drin, richtig schön bombenfest gezogen. Das heißt, dieser Haltebolzen, der ist jetzt auch richtig schön fixiert und der Spiegel ist dran. Warum kann ich ihn immer noch so locker leicht bewegen, obwohl hier die Schraube bombenfest angezogen ist? Das zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar haben wir hier quasi mehrere Teile. Ihr seht, weiß ich nicht, ob das erkennbar ist. Ich glaube, wir müssen das hier auch mal auseinanderschrauben. Ich zeige euch das jetzt mal hier kurz an dem anderen Spiegel. Und zwar haben wir ja quasi einmal den Bolzen innen drin im Lenker. Da dran wird im Endeffekt dieser Bolzen richtig fest geschraubt. Also ihr seht ja hier, dieses Element bewegt sich nachher nicht oder sollte sich nicht bewegen. Und dieser wird einfach nur hier drauf geschoben. Wenn wir den fest haben, richten wir quasi die Höhenposition ein, so wie wir sie brauchen. Und haben dann hier, da an der Stelle, eine kleine Schraube, denn... Wir nehmen das nochmal raus. Ihr seht ja, es ist ja hier aufgespalten. Das heißt, das Metall ist ein bisschen auseinandergezogen. Und wenn ich die Schraube, wo ist sie da, jetzt festziehe, dann drückt sich das zusammen. Also klemmt sich der Spiegel quasi auf diesem Bolzen, der ja auch fest ist. Allerdings ziehen wir die Schrauben dann erst gleich fest, wenn beide Spiegel dran sind, wir drauf sitzen und das vernünftig einrichten können für uns, dass es halt von der Höhe und von der Sichtposition her passt. Und dann ziehen wir die Dinger fest. So, das gleiche Spiel haben wir auf der Seite jetzt auch. Wir werden hier einfach den Bolzen entfernen. Das packen wir jetzt beiseite. Auch hier wird jetzt einfach der Bolzen wieder festgeschraubt. So, jetzt haben wir beide Lenkerendenspiegel hier dran und werden die jetzt mal so ein bisschen anpassen an die Position, dass wir hier gleich vernünftig gucken können. Die Höhe müsste passen und hier auch. So, nun werden wir diese Klemme, die oben drauf sitzt, jetzt zuziehen. Sitzbombe. Und hier auch. So, schon ist hier ein freies Sichtfeld und nicht mehr diese dicken Schwingspiegel, die, wenn man jetzt so fährt, immer direkt vorm Gesicht sitzen und man gar nicht mitkriegt, was dahinter eigentlich los ist. So, das ist jetzt das kleine Erscheinungsbild, also eine kleine Mini-Veränderung von der Maschine. Die Spiegel stehen klar ein bisschen weiter nach außen, aber die Reifen sind immer noch breiter. Also wir brauchen keine Angst, dass wir irgendwo durchfahren, die Spiegel als erstes wegbrechen. Das sollte eigentlich nicht passieren. So, ich nehme jetzt noch meine Hand. Wir gucken uns das jetzt noch ein bisschen mehr im Detail an. So sehen die Spiegel jetzt hier verbaut aus. Wenn wir aufsteigen, sehen wir meine ganzen Grapschen da auf dem Spiegel. Da ist der eine. Hallo! Und hier ist der andere. Also unsere Komplettview hat sich jetzt geändert. Hier nochmal einmal so in der Totalen drinne. Das ist jetzt unser Lenker, wie wir ihn quasi hier jetzt aus der Fahrerposition immer sehen. Und hier ist alles frei. Wenn ihr mit dem Serienlenker der Kümke unterwegs seid, ist es halt so, dass hier vorne auf dem Lenker die Spiegelverschraubung quasi direkt draufgeschweißt wurde, so ein kleiner Bolzen mit Gewinde. Bei Normalfall ist es ja so, dass wir hier diese Klemme, wo ja jetzt hier die Parkbremse dran befestigt ist, beziehungsweise auf der anderen Seite die Lenkerklemmung von der Bremspumpe, dass hier meistens ja so ein kleiner Bügel oben drauf sitzt, auf dem man so ein Bolzen, auf dem man den Spiegel festschrauben kann. Hier ist es direkt auf dem Lenker, also man könnte es jetzt theoretisch ja, abflexen, wieder plan machen und alles, aber wir behalten uns immer noch die Option offen, hier jederzeit wieder andere Spiegel ranmachen zu können. Dementsprechend werde ich hier oben einfach nur eine Schraube draufsetzen, dass das optisch hier kein Loch ist und da drinnen nicht anfängt zu gammeln, beziehungsweise auch nicht hier irgendwo der Dreck sammelt, wenn man damit im Gelände unterwegs ist. Dafür habe ich mir hier einfach so eine ganz normale 13er, so eine Sechskant-Schraube geholt. Die setzen wir da jetzt drauf und schrauben diese fest. Damit haben wir das Loch jetzt zu und es kann am Gewinde nichts mehr passieren. Es kann nicht gammeln, nicht kein Dreck sammeln und wir können jederzeit quasi die Schraube einfach rausmachen, anderen Spiegel wieder drauf machen und alles ist gut. Also heute mal kurz und knackig, kein wilder Umbau. Also es ist nicht das Extrem-Tuning an dieser Maschine, aber es ist halt der Punkt, der mich echt gestört hat. Und alleine diese kleinen Lenkerinnenspiegel verändern sehr, sehr viel, finde ich, immer an so einem Quad. Und bringen das ganze Erscheinungsbild halt eine ganze Ecke tiefer, dadurch, dass die Spiegel nicht so hoch stehen und man hat quasi den höchsten Sichtpunkt vom Material, was man sieht, quasi hier oben, sondern er ist weiter nach unten gewandert. Dadurch wirkt die Maschine an sich immer flacher und sportlicher. Deswegen tausche ich ja grundsätzlich immer gegen Lenkerendenspiegel um, weil es einmal halt meiner Meinung nach ästhetischer aussieht und viel angenehmer ist beim Fahren. Das ist halt der Grund, warum ich immer auf Lenkerendenspiegel umsteige. Es sieht halt erstmal ästhetischer aus durch dieses flachere Erscheinungsbild
Und wie gesagt, es ist halt Gewöhnungssache, wenn man die ganze Zeit immer gewohnt ist, hier hinzugucken, ist es eine Riesenumstellung, auf einmal da hinzugucken. Es ist zwar nur eine kleine Änderung vom Blickfeld, aber trotzdem fällt es mir unwahrscheinlich schwer, dann immer da hinzugucken. Also aus Reflex geht der Blick immer nach da und danach ist nach da und so soll es ja nicht sein. Des Weiteren habe ich immer das Problem, wenn diese Spiegel hier oben sind, habe ich beim Fahren immer das Problem, dass immer dieser Schulterbereich dann halt mit im Spiegel drin ist, der im Sichtfeld stört. Und wenn es hier unten ist, dann geht es ja quasi hier unten an mir vorbei und ich habe hier diesen Bereich schon mal nicht von der Jacke, weil die Schultern ja ein bisschen breiter werden, ne? Wenn man Protektoren drin hat, da ist man ja ein bisschen mehr Tier und so geht das dann schön geschmeidig an der Seite vorbei. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, mir gefällt so besser. Das ist jetzt quasi das neue Erscheinungsbild von unserer kleinen Kymco und damit sind wir auch schon am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen oben da. In diesem Sinne sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.